Bierkrüge schleppen, Hähnchen servieren und ganz viele alkoholisierte Gäste. 16 Tage Wiesenwahnsinn und ich mittendrin als Kellner. Ich glaube, es geht jetzt nicht. Je mehr Masse ich verkaufe, umso mehr verdiene ich. Aber sollte ich die fallen lassen, trage ich dafür die Kosten. Letztes Jahr waren 7,2 Millionen Menschen auf dem größten Volksfest der Welt. Verkauft wurden 6,5 Millionen Maß Bier. Da frage ich mich, wie hart ist Kellnern auf dem Oktoberfest wirklich? Man meldet sich krank, den Tag ist er nicht bezahlt. Letztes Jahr lag ich da in der Ecke und hab geschlafen, weil ich so viel warte. Aber auch sexuelle Belästigung ist immer wieder ein Thema. Sie soll sich die Essiggurke mal in den Mund schieben und wenn sie sie ganz reinbekommt, dann kauft er die. Bei all der Tortur. Zahlt sich der Knochenjob als Kellner oder Kellnerin am Ende finanziell überhaupt aus? Schade, nichts vergessen. Verdammt. Die Wiesn schläft noch, aber nicht mehr lang. 8:30 am Eröffnungstag. Allein dieses Wochenende wird am Ende 1 Million Gäste angelockt haben. Ich arbeite 2 Tage im Festzelt Tradition. Ein im Vergleich zu fast allen anderen Zelten auf der Wiesn eher ruhigeres Zelt. Kevin, hi, freut mich. Das Zelt ist für das Team in Bereiche aufgeteilt. Wir sind heute zu 5 und stemmen 20 Tische. Wie lange macht ihr heute? Was habt ihr denn? Bis zum Schankschluss ist um 22.30 Uhr. Und das? Das zieht ihr auch durch? Du, ja? Ja, klar, ich bin ein Teil von eurem Team. Es gibt nämlich kein Schichtsystem. Die Bedienungen ziehen täglich 14 Stunden, 16 Tage lang durch. Das muss sich ja zumindest vom Verdienst ordentlich lohnen. Wie viel Trinkgeld macht ihr heute? Was glaubt ihr? Das ist keine Bedienung, ehrlich sagen, was sie überhaupt auch verdient. Echt? Warum denn? Echt? So. Du musst nicht alles wissen. Nein. Schade. Aber vielleicht sprechen andere später noch offener über Geld. Hast du schon mal bedient? Nee. Na, daheim halt, oder? Ja, die Freundin habe ich schon mal bedient. Andi ist zum 3. Mal als Bedienung dabei. Er arbeitet sonst als Fahrradkurier. Dann holst du es da hin und dann wird es gelesen. So, und jetzt hast du hier die Speisekarte. Im Bestellsystem kann ich zum Beispiel Bier, Händel oder Kartoffelsalat auswählen. Bei der Bestellung muss ich immer in Vorkasse gehen. Wie es aber genau geregelt ist, erfahrt ihr gleich noch. Erstmal gibt's praktische Tipps vom Profi. Nimm dir gleich 10 Maß. Ja. Sondern mach langsam 2 da, 2 da. Ja, nee. Mädels sind halt dann Schlinge auf die Windszene drauf. Ja, das ist natürlich nicht unwichtig. Ja. Aber viel wichtiger. Wenn du einmal aus dem Kontrollbereich heraus bist mit deinem Essen und sagst, um Gottes Willen, ich brauche ein Schweinshaxen, ich kann nicht hin, dann musst du es selber essen. Also es füllt sich so langsam unser Zelt. Servus! Kann ich euch was Gutes tun? Hello, do you speak English? Oh, sorry, I didn't know. Yeah, of course, yeah. We don't serve beer yet. Am ersten Wiesentag gibt's nämlich erst ab 12 Uhr Bier. Bis dahin geht nur alkoholfreies. I'll do a water. A water, perfect. See ya. Okay. Yeah, here. Yeah. It's my first day. You're doing good. Yeah, thanks. Gleich auf Englisch, hey. Schnell das Wasser ins System eingeben und erstmal selbst kaufen. Dafür habe ich 400 Euro auf mein digitales Konto geladen. Das da? Ja, genau. 1, 2, 3, 4. So, jetzt geht's los. Dankeschön. Alright, guys. Thank you. 4 times water. And 1 water is obviously 4.30. Mein Wechselgeld von 200 Euro musste ich auch selbst mitbringen. Good. I don't have any lower coins. I'm sorry, man. Sorry. Heißt, ich behalte 70 Cent, weil ich nicht wechseln kann. Quasi unfreiwilliges Trinkgeld. So, jetzt geht's gleich los hier, ey. Mach endlich den Anstich. 12 Uhr. Gleich fließt das Bier. Ob's dann besser mit dem Trinkgeld läuft? 3, 2, 1. Der Bierausschank startet. Zeit, euch das Verkaufssystem noch mal genauer zu erklären. Vorsicht, bitte! In den Festzelten gibt's unterschiedliche Bezahlsysteme, aber eins ist bei allen gleich. Als Kellner muss ich mein eigenes Geld einsetzen. Damit kaufe ich dem Wirt am Schalter Bier und Brezen ab. Die verkaufe ich danach an die Gäste weiter. Ein Beispiel. Ich kaufe 3 Maß Bier für je 14,75 Euro. Ich bezahle also 44,25 Euro brutto. Das wird automatisch registriert. Am Tisch verkaufe ich das Bier für den gleichen Preis wieder. Jetzt bin ich wieder auf Null. Ins Plus komme ich mit Trinkgeld. Mein Ziel ist ungefähr 1 Euro pro Maß.
Und zusätzlich zahlt mir der Wirt eine Umsatzbeteiligung von 9% des Verkaufspreises. Hier also 3,98 Euro brutto für die 3 Maß Bier. Und was verdiene ich dann am Tag? Der Chefwirt des Festzelts Tradition behauptet, erfahrene Bedienungen schaffen inklusive Trinkgeld 1.500 Euro am Tag oder sogar mehr. Ob das auch auf mich zutrifft, finde ich noch raus. Übrigens, das Trinkgeld muss ich nicht versteuern. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, als Newbie mal mit 1.000 Euro pro Tag rauszugehen. Scheiße, wie geht's nochmal so? Okay. Here we go. Wow, ist das schwer! Und dann noch diese Strecken. Alright, guys. Nemas Bier kostet 14,75 Euro. Darauf 1 Euro Trinkgeld wäre fair. Do you want to have 50 Cent back or is it the tip? Okay, thanks. 50 Cent, da ist noch Luft nach oben. Das ist krass, ich bin irgendwie mega aufgeregt gerade. Das ist mega strange. Okay. Jetzt ist schon gut zu tun, aber das Kopfrechnen liegt mir gerade noch so gar nicht. Wie viel habe ich dir jetzt rausgegeben? Wie viel kriegt er? Habe ich dir einen Zehner zu viel gegeben? Du kriegst einen Zehner. Ja. Danke. Sorry. Das ist mein erster Tag. Scheiße. Boah, es ist heiß hier drin. Wahnsinn. Und dann geht's richtig ab. Okay. Jetzt wird's hier stressig. Alles klar. Jetzt dürfen wir keine Fehler machen. Weg hier. Achtung. That's 88,50, please. 88? Nope, sorry. 73,75. Okay. Achtung, danke euch. Oh, das war knapp. Dankeschön. Boah. Leberkäs, weißt du, wo der ist? Ich hab den Leberkäs. Käsespätzle, Käsespätzle, ja. Boah, jetzt wieder in die Essenshölle, gar keinen Bock, ey. Heiß. Okay, thank you guys. Es gibt geizige Leute, das ist so. Es gibt Leute, die es einfach nicht checken, die kennen das nicht. Es gibt Leute, die ganz normal Trinkgeld geben. Und es gibt die Gönner, die liebe ich am meisten. Nach 4,5 Stunden brauche ich die erste kurze Trinkpause. Draußen treffe ich durch Zufall auf Schankkellner Alexander. Der macht den Job hier schon seit 10 Jahren. Aber nicht ohne Hilfe. Was ich mir an Vitamine hier die 16 Tage, 15 Tage reinschraube, das mache ich ganz unter dem Jahr nicht. Und hast schon mal dann krank weitergearbeitet und dich so fit gemacht? Ja. Echt? Mal meldest dich krank, den Tag bist du ja nicht bezahlt. Machst du das hier fürs Geld oder einfach nur, fürs Geld, Bock hast? Nur fürs Geld. Okay. Nur fürs Geld. Mei, das ist halt verlockendes Geld. Du musst nicht mehr fürs nächste Jahr vom Urlaub musst du nicht mehr wirklich sparen. Ja. Dann gibst du ja halt dafür das Geld aus. Ja. Wenn du Familie noch daheim hast, dann denkst du, komm, reiß dich zusammen. Geh mal 3 Wochen durch die Hölle kurz. 2 Wochen, ja. Übertreibst nicht. Und was kriegt man so ungefähr für deine 2 Wochen? Man kriegt genug, sagen wir es mal so, aber über Geld reden wir nicht. Ich sage mal, das, was ich hier bekomme, da müsste ich schon so 2 Monate bei mir auf der normalen Arbeit arbeiten. Boah. Alexander sagt, er arbeitet beim Staat. Genauer macht das nicht. Ein guter Kellner gibt schon zwischen 7 und 10 auf die Hand raus. Echt? Ja. Boah. Und auf der normalen Wiesn, wenn es unter 10 bist, da bist du schon Pfeife. Heftig viel Geld. Aber dafür muss man auch über die eigenen Grenzen gehen. Im Pausenraum bestätigen mir das auch andere Kellnerinnen. Ich bin halt manchmal in der Nacht schon echt Fieber gehabt, mir ist Wasser runtergelaufen. Wirklich? Letztes Jahr lag ich da in der Ecke und hab geschlafen, weil ich so Fieber hatte. Bin dann aber nach Hause. Und am nächsten Tag? Ja, wenn es ganz schlimm ist, dann musst du aber. Am nächsten Tag bin ich einfach wiedergekommen. Echt? Ja. Also einfach heim, Badewanne, Wärmflasche. Krasse Hausapotheke dabei und dann Ballerpass. Ja. Was ist der Hauptantriebsgrund für dieses Geld? Gleich ist 19 Uhr. Heißt immer noch 3,5 Stunden. Und ich werde mutiger. Jetzt großes Experiment: 8 Mass auf einmal. Auch noch nicht gemacht. 1, 2, 3. Morgen sind es 10, okay? Hier. Glaubst du? Ich gebe dir einen Tipp, mach Zeigefinger raus. Ah! Ist viel leichter. Alter, ja! Okay, geil, danke dir. Ja, das ist ja was ganz anderes. Mit 18 Kilo in den Händen schnell zum Tisch. Lass ich was fallen, geht die Rechnung auf meinen Nacken.
Und da ist ein Radler dabei. Das darf ich nicht durcheinander kriegen. Entschuldigung! Eigentlich ist diese Technik ganz gut, aber ich mache das zum ersten Mal und die Tonkrüge in diesem Zelt sind undankbar. Und ich merke, wie mir immer mehr der Finger abrutscht. Und dann passiert's. Scheiße, mir ist der Finger abgerutscht. Drei Mass sind etwas verschüttet, aber es geht gerade noch. Ich entscheide mich aber für eine Notlandung, bevor noch mehr verloren geht. Am richtigen Tisch angekommen, habe ich dann aber natürlich keine Ahnung mehr, was das Radler ist. Ich glaube, das müsste... Ist das Radler? Trinke mal einen Schluck. Scheiße. Das ist pur. Trink mal das. Ja. Einschränkt euch. Gerne. Denn die Besucherin hat ja gerade aus der Maske getrunken. Das Bier kann ich natürlich niemandem mehr verkaufen. Heißt, minus 15 Euro für mich. Boah, ist ganz schön anstrengend. Aber ich merke auch schon, meine Stimme wird ganz brüchig. Der Mustache. Okay. Könntet ihr euch vorstellen, mal auf der Wiesn zu arbeiten? Stress, auch gut Kohle, Begegnungen wie diese? Schreibt das mal in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Und falls ja, dann jetzt aufpassen. Christian Winkelhofer ist Sohn vom Zeltchef und verantwortet das Personal. Was wären denn wirklich so Fähigkeiten, die man mitbringen muss, wenn man sich bei Ihnen im Zelt nächstes Jahr als Kellner oder Kellnerin bewerben will? Ja, weil man muss Erfahrung eben im Festzeltbetrieb haben vom Prinzip her, am besten vielleicht auch sonst in der Gastro, motiviert sein. Kopfrechenaufgaben stellen es da nicht im Bewerbungsgespräch. Also wir machen eigentlich keine Bewerbungsgespräche, die Leute bewerben sich mit ihren Unterlagen. Mir ist es egal, ob der Excel, MS Office, aber es bringt hier nichts als Kellner. Wir schreiben halt erst unsere bisherigen Mitarbeiter an, mit denen wir zufrieden waren. Dann schauen wir einfach, welche Positionen da sind. So oft werden neue Stellen nämlich gar nicht frei. Wer einmal drin ist und sich gut anstellt, behält den Job. Zurück im Zelt neigt sich der Abend dem Ende zu und ich sag mal so, das Bier schiebt so langsam. Und ich merke, nach 13 Stunden ist auch bei mir so langsam die Luft raus. Es ist 10:15. Ich kann aber, ich sag's euch jetzt mal, wie es ist. Ich zieh die Viertelstunde jetzt noch durch, dann ist auch schon Schluss. Und dann, let's call it a day. Das heißt, abrechnen. Stunde der Wahrheit. 2.668,60 € sind mein Gesamtumsatz des gesamten Tages. Davon 9% brutto sind mein Verdienst. Und dann kommt noch das Trinkgeld drauf. 80, 90, 200. Minimalziel erreicht. Dann haben wir hier 210. Und einer ist noch da. 50. 216,50 € habe ich Trinkgeld bekommen. Heute. An meinem ersten Wiesentag. Dazu kommt noch. Finde ich auch gut. Dazu kommen noch die 9% von meinem Gesamtumsatz. Also, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Schauen wir mal, ob es morgen noch ein bisschen mehr wird. Ich hatte zwar 1.000 € als Ziel, aber Leute, das war einfach gar nicht drin. Übrigens, mein Geld geht natürlich ans Bedienungsteam. Das stecke ich mir nicht selbst in die Tasche. Gute Nacht. Am nächsten Morgen geht's direkt weiter. Schönen guten Morgen. Die Beine gehen, die Arme gehen, der Hals macht ein bisschen Probleme. Durch das ganze Rumgeschrei habe ich Halsschmerzen. Ansonsten habe ich heute ein neues Team. Kevin, hi. Und die haben eine ganz eigene Taktik. Servus. Generell, die Mädels machen eigentlich mehr Getränke. Wir machen mehr Essen. Und für mich gibt's noch mal neue Tipps. Okay. Das ist auch gut, mit Namen bei den Gästen vorstellen, weil dann können die denn mit Namen schreiben. Ja, auch bei Kevin, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oh, den Kleingeld zurück, 5 Euro, weil dann schieben wir noch mehr. Ah, okay. Mal schauen, ob diese Tricks Wirkung zeigen. So, da werden wir. Ich glaube, es geht jetzt nicht.
komme gleich wieder raus. Darf ich da einmal durchhuschen? Achtung, danke. Halt mal schnell. Vorsicht, schwer. Jetzt muss mir mal eben schnell unser Prakti helfen, weil hier läuft gerade was schief. Genau in dem Moment, in dem ich dran war, sind die Weißwürste ausgegangen. Weswegen ich das aber schon gebucht habe und jetzt musste ich wieder zurückbuchen, weil jetzt habe ich einfach Wiener rein. Habe halt gedacht, das wird schon gehen. So, und jetzt muss ich aber schauen, dass der Herr trotzdem die Wienerle will. So, dale. Es gab keine Weißwürste mehr, aber die haben es mir zu spät gesagt. Ich habe jetzt Wiener, mag's nicht. Okay. Scheiße. Ja, keine Ahnung. Will jemand Wienerle? Tja, da habe ich mich wohl verzockt. Ich dachte, die Wiener Würstchen gehen als Ersatz für die Weißwürste, aber ist halt nicht das Gleiche. Fair. Für mich bitter, 12 Euro weg von meinem Geld. Und jetzt kriegst du die so zusammen. So? Zusammen, fest zusammen und dann fest an den Körper. Mit der neuen Tragetechnik gehen jetzt auch easy 8 Krüge. Achtung, Achtung, Achtung. So, dale. Also ich finde es heute schon anstrengend. Ja, schon. Anstrengender als gestern? Ja. Ich bin heute richtig entspannt. Also, ich nicht. Kurzes Päuschen. Halleluja. Wie lange machst du das eigentlich schon, Antonia? Mhm. Das ist jetzt meine zweite Wiesn. Mir macht diese Stimmung im Zelt Bock, wenn du die Leute siehst, die dann zur Musik mitsingen, auch im Zelt, wenn man da reingeht. Das ist schon so eine Atmosphäre irgendwie. Aber dann erzählt mir Antonia noch was anderes, was ich fast schon befürchtet habe. Was auf alle Fälle an der Tagesordnung sind so ein bisschen anzügliche Kommentare. Das passiert schon jeden Tag ständig. Aber darauf muss man sich einstellen. Und das finde ich auch bis zu einem gewissen Grad nicht so schlimm. Mhm. Und wenn dann halt irgendwie der Körperkontakt mehr wird, dann muss man halt wirklich auch klar seine Grenzen setzen. Dass ich jetzt richtig krass angegrapscht werde, komplett unter der Gürtellinie, passiert tatsächlich nicht so oft. Vielleicht auf der Wiesn ein paar Mal, eine Handvoll Mal oder so. Boah, ist aber schon krass, oder? Geht gar nicht, dass man als Wiesenkellnerin damit rechnen muss. Das Krasseste, was mir passiert ist, das war auch wirklich richtig, danach musste ich mich erstmal ein bisschen beruhigen. Das war ein Gast, der war irgendwie schon so 40, 50, meinte am Anfang des Abends zu mir, er hat eine Tochter, die heißt auch Antonia. Und am Ende vom Abend hat er mich gepackt und hat mir einen Bussi auf den Mund gegeben und seine Freunde haben ihn dann aber auch weggezogen. Boah, ja. Und der hat aber ordentlich eine kassiert. Also, okay. Ja, geht gar nicht. Weißt du, ob es da irgendwie so eine Strategie seitens der Zeltbetreiber gibt oder so, dass man da sich irgendwo hinwenden kann? Ich weiß es nicht, ob es das gibt. Fakt ist, du hast als Bedienung keine Zeit dafür, weil jede Zeit, die du nicht arbeitest, machst du keinen Umsatz. Antonias Erlebnisse sind kein Einzelfall, aber nicht jede Bedienung will darüber sprechen. Wir haben auf Insta gefragt, was ihr so erlebt habt und Wiesnbedienung Shirin hat sich gemeldet. Sie kellnert dieses Jahr bereits zum 7. Mal auf dem Oktoberfest. Auf meinem allerersten Jahr auf der Wiesn hatte ich einen Gast, ich weiß noch, das war im Zelt, und ich bin halt an den Tisch hingegangen und der hat mir halt einfach unter'n Rock gelangt. Also sich gebeugt und dann halt einfach mir zwischen die Beine gefasst. Einfach so. Genau, ja. Ich habe überhaupt nicht reagiert, weil ich so perplex war, dass das gerade passiert ist. Und mein Chef damals aus dem Zelt, der hat das mitbekommen und der kam sofort und hat den rausschmeißen lassen. Das hat mich bestimmt geprägt, ja. Man kann der Security Bescheid geben, sagt Shirin, aber das ist dann eben nach einem Übergriff. Davor ist man auf sich allein gestellt, muss sich selbst wehren, wie auch bei diesem Vorfall. Also es waren Mädchen, die hat eben so einen, ja, diesen Korb gehabt, diesen Bauchkorb und wollte eben so eine Essiggurke verkaufen. Und ein junger Mann, der hat eben zu ihr gesagt, sie soll sich die Essiggurke mal in den Mund schieben und wenn sie sie ganz reinbekommt, dann kauft er die. Den habe ich einfach gefragt, ob wir nicht schauen wollen, was passiert, wenn wir ihm die Essiggurke in den Mund schieben. Er hat aber dann auch nicht wirklich was weiter gesagt. Nee, es war dann gut. Warum macht Shirin trotzdem weiter mit dem Kellnern? Das ist natürlich, ja, viel Geld, ja. Bei mir auf der Wiesn waren es 12.000. Netto, in einem der großen Partyzelte. Aktuelle Zahlen einer Forschungsarbeit der Hochschule München zeigen, 3 von 4 Wiesnbedienungen erleben sexuelle Übergriffe, also ganze 76%. Der Frauenschutzdienst Sichere Wiesn ist daher mit einer Anlaufstelle vor Ort. Wir gehen davon aus, dass Bedienungen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind.
Teilweise werden Bedienungen Tipps gegeben wie: Dann zieh dir doch eine Radlerhose unter das Dirndl, die nicht zielführend sind und die Verantwortung zu den Frauen schieben. Deshalb sind wir im Austausch mit den Wiesenwirten, um die Situation für weibliche Bedienungen zu verbessern. Durch Selbstverteidigungskurse, Beschwerdemöglichkeiten und ähnliches. Und auch während unserer Dreharbeiten bekomme ich mit, wie sich ein Gast irgendwie unangebracht verhält. Hi, was geht? Einfach uncool, so eine Situation. Wie gehen Tina und Julius aus meinem Team mit sowas um? Man muss den Leuten auch klare Grenzen aufzeigen und denen das auch bewusst machen, was sie da gerade gemacht haben. Weil sich nicht alles gefallen lassen. Nee, sonst checken die es halt auch nicht. Ich habe vorhin gesehen, aus dem Augenwinkel, dass so ein übelst dichter Typ schon an dir so rumgezuppelt hat. Aber da war halt dieser Zaun noch zwischen und ihr wart ja in der Nähe. Wenn was passieren würde, dann glaube ich, wenn man damit ins Zelt gehen würde zu den Chefs, dann glaube ich, wäre man da auch echt gut aufgehoben. Ja. Ich frage nochmal beim Personalchef nach. Gibt es dann bei Ihnen irgendwie eine Art Konzept, wo man sich melden könnte als Kellnerin? Auf jeden Fall Security melden. Das ist ja der Ansprech. Also Security ist ein ganz wichtiger Bereich, weil die sind wirklich ausgebildet, zu deeskalieren. Und dann muss man sagen, dann obliegt es natürlich schon auch der Bedienung, was sie unternimmt. Wir unterstützen, aber wenn Anzeige muss sie dann erstatten. Okay. Übergriffe auf Bedienungen, definitiv ein Thema. Ein präventives Konzept für mehr Sicherheit ist auf Zeltseite bislang nur in Teilen vorhanden. Zurück im Zelt erwartet mich eine Überraschung. Es ist fast leer. Also heute ist definitiv weniger los als gestern. Kein Wunder, heute ist Sonntag, gestern war Eröffnungssamstag. Das ist natürlich ein anderer Schnack. Aber ich glaube, es ist mindestens eine halbe Stunde her, dass ich die letzte Maske verkauft habe. Antonia und Franzi machen bei so wenigen Gästen früher Feierabend. Und ich jetzt auch. Zeit für die Abrechnung. Das hier ist mein Trinkgeld des heutigen Tages. Übrigens, ich rede so unordentlich, weil ich einen Bonbon im Mund habe, weil ich übelst Halsschmerzen habe. 50, 90, 100 und 70. So, Trinkgeld, Tag 2. 129,70 €. Dazu die 9% von meinem Umsatz, also 117 €. Das ist nicht gut. Rund 200 € weniger als gestern insgesamt. Und das ist richtig weit von dem entfernt, was der Zeltchef genannt hat, nämlich 1500 €. Wie sieht's bei Antonia und Franzi aus? Wie viel Umsatz habt ihr denn gemacht heute? So ungefähr. Ganz hier genauso. Ja? 2887,70 €. Und du? Bei mir 2,3. Okay, bei mir 1,3. Aber ich war auch viel heute mit Kamera und so beschäftigt und oft nicht da. Das muss man einmal wirklich sagen. Du hattest auch einen Tisch weniger als wir. Ja. Und wie viel Trinkgeld habt ihr dann gemacht? Ich habe nur 190. Okay. Du? 250. 250, ja, das ist stark. Also, die Aussage des Wirts kommt auch hier nicht hin. Die Megasumme von 1500 € hat niemand hingelegt. Dafür geht's in diesem Zelt einfach zu ruhig zu. Aber Antonia und Franzi sind zufrieden und es folgen ja noch zwei volle Wiesenwochen. Meine Schicht ist vorbei und ich kann euch sagen, ja, es ist ein Knochenjob. Ich glaube, ich könnte das rein körperlich schon noch jetzt ein paar Tage machen. Was die Kohle angeht, da kann man gut abcashen. Ich glaube, in den anderen Zelten noch viel mehr. Ich würde es trotzdem nicht als meinen Traumjob beschreiben. Ich bin einfach nicht so der Gastro-Typ. Wer mit Wiesen und so Volksfesten was anfangen kann, go for it. So, und wenn ihr noch weitere spannende Selbstversuche sehen wollt, dann lasst hier mal ein Abo da und auch gerne die Glocke aktivieren. Hier war die Ari auch auf der Wiesen, auf dem Oktoberfest, aber als Sanitäterin. Und hier hat Nadine gekellnert beim Après-Ski. Zieht euch das auch mal rein. Und für mich heißt es jetzt, Auszopf ist.